Ja. Gut, hier ist Treppin, der Stallmeister sozusagen. Und wir hatten ja einen Tagebucheintrag, genau, dass Flydia ihre Bücher im Heu verloren hat. Also wollen wir hier mal nachgucken. Oh, und noch ein neuer Tagebucheintrag. Jemand wünscht mir den Tod. Gorion hat recht. Wenn er uns hier nicht länger in Sicherheit wähnt, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, warum uns jemand an den Kragen will. Der Anschlag auf mein Leben war vielleicht lachhaft, aber ich glaube, ich muss auf weitere Bedrohungen gefasst sein. Ja, gut. Hier haben wir jedenfalls Treppin. Womit kann ich dienen? Den begrüßen wir ganz nett und er sagt uns, Flydia hat wieder mal eines ihrer Bücher hier vergessen. Es ist drüben im Heu neben der Kuh. Könnt ihr es wohl wiederbringen und dann zurückkommen? Ich habe etwas für euch zu tun. Gut, das machen wir auch. Und ja, ich könnte hier jetzt sagen, ich gehe einfach einen Idealweg. Aber wir machen das schön rollenspieltechnisch. Er bittet uns darum, ihr das Buch zu bringen. Also werden wir das auch tun. So, da ist Flydia. Hallo, Leute. Ah, mein Buch. Oh, wenn du so grinst, erinnerst du mich an Gorion. Es war nicht leicht für ihn, dich aufzuziehen. Aber er sagt, es ist die Plage der Liebe oder gar die Plage des Schicksals. Was auch immer sie damit meint. Du musst ein besonderes Kind sein, wenn ein so stiller Mann, wie er dich so überschwänglich lobt, Hier nimm diesen kleinen Edelstein. Vielleicht gibt Winthrop dir dafür etwas Nettes. 50 Erfahrungspunkte und Gegenstand gewonnen. Ein Luchsauge. Der ist schon ein bisschen wertvoll. Und ein neuer Tagebucheintrag. Die arme zerstreute Flydia hat mir einen Edelstein gegeben. Ja, kleiner Übersetzungsfehler. Weil ich ihr das verloren geglaubte Buch zurückgebracht habe. In Katzenburg scheinen die Gesetze der Wirtschaft auf dem Kopf zu stehen. Je mehr Bücher es dort gibt, desto wertvoller werden sie für die Leser. Je größer das Angebot, desto größer ist die Nachfrage. Puh, von der ganzen Dingerei bekomme ich Kopfschmerzen. Es wird Zeit, dass ich den Edelstein versetze und mir etwas Nützliches dafür kaufe. Ja, um es mal gerade anzusprechen, Baldur's Gate oder allgemein alles, was Vergessene Reiche ist, also in Faerûn spielt. Das sind also Baldur's Gate 1 und 2, Icewind Dale 1 und 2, Neverwinter Nights 1 und 2, aber auch Bücher haben alle ein paar Gemeinsamkeiten, was die Rhetorik, nenne ich es mal, angeht. Jetzt bringe ich mich schon selber durcheinander mit dem, was ich sagen will. Und zwar im Allgemeinen kann man davon ausgehen, jede Geschichte beinhaltet folgende vier Elemente. Action, was wir in Form von Kämpfen ja natürlich haben. Dann Dramatik, das wir zurzeit ja auch schon haben, weil uns wollen Unbekannte umbringen. Dann natürlich schwarzer Humor, wie wir ihn gerade hatten mit den Büchern. Davon werden wir noch sehr viel erleben. Und ja, das muss man einfach in der Story mit einbeziehen. Wer, für wen das nichts ist, der sollte jetzt abschalten. Aber ja, mit dem schwarzen Humor muss man einfach leben. Und das vierte ist die Hoffnung. Also in Faerûn ist es wirklich so, dass überall Krieg und Elend herrscht, im Großen und Ganzen. Also entweder wollen dich die Orks töten oder irgendwelche Hexenmeister oder die Untoten. Wobei die Untoten auch so eine Sache sind. Hier müssen Untote nicht unbedingt von Nekromanten kommen, sondern können einfach so auferstehen. Das ist die dunkle Aura, die um die Welt schwebt. Das kann ich irgendwann mal bei Zeiten genauer erklären. Aber wie gesagt, es gibt sehr viel Böses in Faerûn oder auf Faerûn. Faerûn ist ein Kontinent. Auf Toril, so heißt der Planet. Ja, ein bisschen Geografie. Aber ja, trotz alledem, die Menschen oder allgemein die guten Völker geben nicht auf. Sie erleiden zwar immer wieder Rückschläge, fallen auf die Schnauze, aber sie stehen auch immer wieder auf. Das muss man ihnen halt irgendwie anrechnen, dass egal was für eine Scheiße passiert, selbst dem ärmsten Bauer, der
sucht sich entweder eine neue Aufgabe, wenn er kein Bauer mehr sein kann, oder er beißt sich durch. Das ist so das mit der Hoffnung. Die Leute geben halt die Hoffnung nicht auf, sie kämpfen immer weiter. Und so wird sich auch unser Charakter eben entwickeln. Wir werden sehr viel Scheiße in diesem Spiel erleben, also sehr viel schlimmes Zeug. Aber wir müssen damit klarkommen und weitermachen. Wir dürfen uns davon, werden davon zwar ins Taumeln gebracht werden, aber wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Weil wenn wir mal am Boden sind, dann können wir da liegen bleiben. Dann können wir uns gleich beerdigen. So ist das im Ferun. Gut. Jetzt reden wir aber nochmal mit Repin. Der hat eine Aufgabe für uns. Kann ich dienen? Ja, schöner Tag, nicht wahr? Schade, dass Nessa hier nicht so viel davon hat. Sie ist nämlich krank. Ich muss ihr von Hall sein Gegenmittel besorgen. Er ist letzte Nacht ziemlich lange aufgeblieben und hat gezecht. Und heute musste er früh raus, die Tore bewachen. Da müsste er eigentlich irgendwo etwas von dem Trank herumliegen haben. Genau. Die Kuh Nessa fühlt sich heute nicht so gut. Treppin hat mich gebeten, bei Hull, der diesen Morgen am Tor aufgestellt wurde, einen Heiltrank zu holen. Hull verwendet ihn scheinbar regelmäßig gegen seinen morgendlichen Kater. Gut, dann gehen wir mal Hull suchen. Und ja, hier haben wir einen Tempel. Steht sogar hier, Tempel von Ogmar. Das ist einer der coolsten Götter überhaupt, weil seine Priester sind nebenberuflich Profi-Wrestler. Ja, das ist wirklich so. Die Ogmar-Priester, die tun gerne wresteln. Und ja, ich guck, dass ich hier so viel wie möglich aufdecke, weil wenn man sich die Karte so ansieht, die sehen richtig nice aus, die Gebiete, wenn man sehr viel davon aufdeckt. So, wir können mit dem Priester hier reden, ein Priester von Ogmar. Das ist ein öffentlicher Tempel mit einem dicken Wasserbecken und einer Pagode. Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Ja, damit meint er jetzt die Mauern und nicht die fehlenden Wände des Tempels. Es freut mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, dem weißen Ogmar Tribut zu zollen. Ich würde gerne wissen, was ihr in diesem Tempel der Weisheit anzubieten habt. Ja, das sind die Tempeldienste. Also Tempel sind gerade in Baldur's Gate 1 noch recht wichtig, wegen diesen Sachen hier, also gerade Fluchbrechen, auch wenn es sehr teuer ist. Ja, Tote erwecken, was wir wahrscheinlich nicht so oft benutzen werden, weil ich die Angewohnheit habe zu speichern und zu laden. Wodurch das ersparen wird, dass wir dauernd zum nächsten Tempel zurückrennen. Haben wir hier jedenfalls die Standarddienste, also gerade schwere Wunden heilen ist wichtig, weil wir das selber als Zauber sehr spät erst kriegen werden. Dann können wir hier Geld spenden, um unseren Ruf zu erhöhen. Das können wir, glaube ich, bis 16 oder 17 machen, dann müssen wir den Ruf anderweitig erhöhen. Dann können wir hier die Tempelmixturen kaufen, also Heiltränke, die teuer sind am Anfang. Wie man sieht, wir können uns gerade mal einen davon leisten. Heilungselixiere sind noch teurer, davon hat er gerade mal 2 Stück. Gegengifte und die Formel Stein zu Fleisch. Das ist so das Standardsortiment, was jeder Tempel hat. Vor allem Heiltränke und Stein zu Fleisch ist wichtig. Und wir könnten Sachen identifizieren, wenn wir was zu identifizieren hätten, was auch recht teuer ist. Gut, wir brauchen nichts vom Tempel, wir haben nämlich nicht genug Geld, sonst stehen wir nachher ohne Geld da. Können dann nichts tun. So, sehen wir uns mal weiter hier um. Da steht noch jemand, den wir kennen. Das ist Yondala. Yondala? Heda! Was hat der uns zu sagen? Heda Lisa, ihr seid heute früh auf. Euer Vater Gorion hat mich um einen seltsamen Gefallen gebeten. Es sieht so aus, als solltet ihr ein bisschen kämpfen lernen und ich soll es euch beibringen. Ich hoffe, ihr habt euren Stab mitgebracht. Wir haben den Hammer. Feindliche Wesen könnt ihr an den roten Kreisen um ihre Füße erkennen. Ja, da tun wir Gelaber. Hier sind sie blau. Wenn ihr mit der linken Maustaste innerhalb des Kreises klickt, greift euer Charakter das betreffende Wesen an.
Ihr könnt eure Waffe über die Symbole für wechseln. Ja, das ist alles nur Tutorial-Gerede, wie man einen Gegner angreift. Und über Zauber. Während unseres Kampfes werde ich euch ein bisschen überraschen. Vergesst nicht, dass ihr das Spiel jederzeit durch Drücken der Leertaste anhalten könnt. Nun habt ihr ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Die werdet ihr vor allem bei meiner kleinen Überraschung brauchen. Bereit? Gut. Also ja, er greift uns an und hier oben ist noch jemand aufgetaucht. Erik mit einem Bogen. Der auf uns schießen wird. Aber wir haben ihn getroffen und damit diese Übung beendet. Gut gemacht, Kleider. Ja. Die Übersetzung ist wohl ziemlich auf männlich gehalten. Besonders nachdem Erik diese Pfeile auf euch abgeschossen hat. Ich bin sicher, euer Vater wäre stolz auf euch. Wenn ihr ein bisschen Erfahrung im Kampf gegen Gruppen sammeln möchtet, solltet ihr mit dem Torwächter reden. Den findet ihr südlich von hier. Da draußen kann es ganz schön wichtig sein zu wissen, wie man mit Verbündeten kämpft. Ich schlage also vor, dass ihr mit dem Torwächter spricht. Ja. Und er verkrübelt sich hier ins Lagerhaus. Gut, diese Übung hat uns jetzt keinen Schaden gemacht. War ja, wie gesagt, nur eine Übung. Dieser Meuchelmörder hingegen hätte uns Schaden machen können, hätten wir ihn nicht so schnell umgehauen. Wie hoch ist unser ETW? Ah ja, ist immer noch bei 17. Gut. Okay, hier haben wir einen Zwerg. Das sieht man eben sogar an. Revor, den kennen wir auch. Das ist uns... Naja, gucken wir einfach mal, was er zu sagen hat. Ich dachte, ich hätte euch schon gestern gebeten, die Ratten aus diesem Gebäude zu entfernen. Also los, macht euch an die Arbeit. Ja. Revo hat mich schon wieder zum Dienst in seinem Lagerhaus gezwungen. Also Revo ist der Lagerhauswärter. Allen Berichten nach haben unsere Katzenstreitkräfte Verrat begangen. Und die Ratten sind dann mehr auf dem Kriegspfad. Ich bin scheinbar angesichts dieser so furchteinflößenden Machtdemonstration unsere letzte Hoffnung. Leb wohl, geliebtes Tagebuch, lebt wohl. Also das meinte ich mit dem schwarzen Humor. Die Ratten werden uns töten. Ja, da haben wir die Ratten auch schon. Übrigens habe ich die Autopause ein, wenn ich Gegner sehe. Dann geht sofort die Pause an, dass ich schneller mehr Zeit zum Reagieren habe. So, noch eine Ratte. Und ja, die Katzen helfen mir nicht. Die laufen eher wie wild in der Gegend rum. Euer Leben liegt in meiner Hand. Während sich die Mäuse hier fröhlich breit machen. So, und da der Zwerg ja so freundlich zu uns war, räumen wir mal sein Lagerhaus aus. Ja, und dramatische Kampfmusik, während wir gegen Mäuse kämpfen. So. Ein Silberring. Ja. Wenigstens etwas. Ansonsten ist hier leider nichts. Also geht's wieder raus. So, was kriegen wir dafür? Unter meiner Würde. Ja, genau. Merzt sie aus wie Ratten. Das sind sie schließlich auch. Eine grandiose Schlacht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Ja. Hier sind 5 Goldmünzen. Gebt nicht alles auf einmal aus. 5 Goldmünzen. Und ein Tagebucheintrag. Ja, was haben wir zu den 5 Goldmünzen zu sagen? Merke, geh niemals zur Armee. Nein, das ist keine gute Idee. Am Anfang sagen sie dir nie, wie gefährlich es wirklich ist. Und wenn du wieder weg willst, musst du noch hinter deinem Geld herrennen. Revo hat mir lumpige 5 Goldmünzen dafür gegeben, dass ich meinen Kopf hinhalte. Gibt es denn nicht so was ähnliches wie eine Kerzenburger Befreiungsfront, der ich mich anschließen könnte? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, diese Quest war eben einfach just for fun. Und ja, ansonsten ist hier nichts mehr, soweit ich weiß. Hier sind Außenanlagen der Kerzenburg. Also man merkt, es ist wirklich eine richtige Burg, die sie zu einer Bibliothek umfunktioniert haben. Also es ist eigentlich sogar schon eine Festung mit einem inneren Ring und einem äußeren Ring. So, da hören wir schon Hulgenen mit seinem Kater. Hey ihr, ich habe heute Morgen verschlafen und mein Schwert in der Kaserne liegen gelassen. Das ist Pech. Als ich meinen Dienst angetreten habe,
Würdet ihr es mir holen? Es ist in der Truhe am Fuß meines Bettes im rechten Teil der Kaserne. Macht schnell, bevor der Kommandant mich ohne es erwischt. Ihr findet dort auch ein Gegengift. Ich glaube, Treppin braucht es für die alte Nessie. Ja, heißt sie nicht Nessa? Okay, er hat einen dicken Kater. Genau, heißt Nessa. Hol einer der hier im Kerzenburg ständig anwesenden Wachen hat heute Morgen sein Schwert in der Kaserne vergessen. Er hat mich gebeten, ihm die Waffe aus der Truhe an der rechten Wand zu bringen. Ja, gut. Hier können wir mal kurz rausgucken, dass sind die äußeren Wehranlagen. Also durchs Tor können wir nicht. Haupttor von Kerzenburg. Untoten. Ja, Untoten ist der Zutritt garantiert auch verboten. Aber Unbefugten ist der Zutritt auf jeden Fall verboten. Gut. Gehen wir weiter. Hier könnten wir, hier sieht man ein schönes Tor. Hier könnten wir in die inneren Anlagen gehen. Die sind schön ummauert. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ja, hatten wir das nicht gerade? Winthrop hat seine Preise so wenig wie Möglichkeiten, aber ich fürchte, das wird sich auch bald ändern. Es ist seit Wochen keine Handelskarawane mehr bis hier durchgekommen. Ja, hier hatten wir gerade mal schon mal Hintergrundinformationen. Das ist an der Schwertküste, so heißt das Gebiet übrigens. Also das hier ist die Schwertküste. Hier geht's ins Schwertmeer raus, in diese Richtung. Dass hier eben an der Schwertküste es Probleme mit den Karawanen gibt.